Ahoi, ihr Landratten und Rettinnen. Wir stechen heute in See zu unserer kleinen Meeresexpedition. Zur Feier des Tages hat euer Vorbudler sogar den Matrosenanzug angelegt, sprich einer Lederrüstung. Das ist ziemlich cool. Ich hoffe, das wird auch eine coole Reise. Wo ist denn eigentlich mein Schwert da? Da hinten, das sieht ja schon vielversprechend aus. Ich muss euch auch sagen, ich bin auch schon auf einer anderen Tour gewesen, in die andere Richtung. Da haben wir ja hinten noch so einen Meeresausgang. Da habe ich aber eigentlich außer der Insel vom Kahlen Karl nichts entdeckt. Ja, die Insel vom Kahlen Karl, die ist also wirklich kahl. Ja, und also ansonsten, ja, gab es noch einige schöne Panoramablicke, allerdings sonst eigentlich nicht sehr viel. Hier komme ich gar nicht durch. Jetzt habe ich hier schon Eisschollen. Also jetzt enttäuscht mich bitte nicht. Ich möchte auch mindestens noch das Holzschaf nehme ich mir mal mit. Ach, das hole ich mir aber noch. Ach, das Tief hier. Ach du meine Güte. Hallo. Hier kommt der weiße Hai. Wo ist denn mein Boot überhaupt? Ist das da auch noch ein Aluminiumschaf? Nee, es ist nur nass, ne? Nee, das ist eins. Nee, ist doch keins. Ja, was denn nun? Ja, da ist mein Boot. Ja, die Boote, die sind natürlich viel zu empfindlich, finde ich. Ich wünsche mir so ein Rezept, wo man vielleicht noch so ein bisschen so ein Stück Metall beimischen kann. Aber es ist hier schon eine Sackgasse, also das ist ja vielleicht doof. Und dann werden die Boote etwas stabiler, ne? Weil die gehen ja wirklich super schnell kaputt. Finde ich total unrealistisch. Ja, aber das Gebirge da vorne, das ist jetzt gar nicht, das ist ja eigentlich ideal. Wir wollen ja gar nicht so weit weg von unserem Stützpunkt von Bad Schönfels, ne? Das muss ja nicht sein. Also versuche ich doch mal einfach hier anzulegen. Da hätten wir auch glatt noch fast zu Fuß hinlaufen können, sehe ich gerade. Jetzt versuche. Ja, toll. Man kommt auch irgendwie nie so richtig aus dem Boot raus. Ich finde, das ist echt völlig hampelig gemacht. Da kann man sich noch so viel Mühe geben und irgendwelche Tricks versuchen. Letzten Endes wird man das Boot immer dann irgendwie ungewollt irgendwo zerdeppern. Ach, was bist du denn? Oh, Holzschaf. Huch. Was ist denn hier los? Komm ich hier auch nochmal raus? Ja. Wunderbar. Ich habe gehört, die arbeiten irgendwie bei Mojang daran, dass man ja Tiere zähmen kann tatsächlich, ne? Ach ja, und es ist wohl wirklich so, dass die Schere Laub schneidet und man das Laub dann auch einstecken kann. Hurra, hurra, hurra. Ja, und ja, also die Tiere, das ist jetzt, da arbeiten ja, ich weiß nicht, wann das rauskommt, das habe ich nur gehört. Ach, und der wollte mir das auch erzählen, hören Sie mal, ne? Gar kein Bedarf. Oh, ja gut, das habe ich jetzt einmal daneben geschossen. Ne, schade, ich hätte mir gern das Sprengpulver eingesackt. Aber der Matrosenanzug, der hat doch einiges von mir abgehalten. Was ist das denn da vorne? Das ist bestimmt nur eine dunkle Ecke. Ja. Nichts Besonderes, aber interessant hier. Fliegende Blöcke, okay. Was war denn? Achso, das war mein Pfeil, der weggegangen. Ah ja, alles klar. Schon gedacht. Weißt du was? Dich nehme ich auch mal mit. Ach. War wieder nichts. Ah, ist schon wieder Pech hier heute. Ist ja wieder so eine richtige Robinson Crusoe-Tour. Ah, du, da bist jetzt dran. Komm, 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 komm. Ah. Mörder. Ja gut, Tiere wird man zähmen können. Das sagte ich jetzt bereits. Da arbeiten die dran. Ich weiß jetzt im Moment nicht, für wann das geplant ist. Und ja, die arbeiten wohl auch an diesen so Baby-Animals. Weiß nicht, wozu das gut sein soll, so Tierkinderchen hier drin zu haben.
Mein Gott, ich bin Junge, ich will Zahnräder, Dinosaurier, Raketenantrieb und solche Sachen, ne? Und Tornados. Ja, aber doch keine Babytierchen. Ja, also gut, dann bin ich einfach mal gespannt und will jetzt ja auch nicht meckern. Nichts Genaues weiß man eh nicht. Es ist interessant hier auf jeden Fall. Hübsches Tal, so. Huch. Da kommt auch schon wieder einer. Mensch. Puh. Da gehe ich jetzt mal rein. Mit eurer Erlaubnis. Oh. Oh Leute, ich habe gerade Gänsehaut, ne, weil das war jetzt so spannend, also irgendwie, meine Güte nochmal. Nee, komm, ja, mit, ah, der hängt da fest, dann können wir vielleicht, können wir nicht. Ach, aber es ist aber gut gegangen. Außerdem, allerdings habe ich dann gleich keinen Matrosenanzug mehr hier. Oh, jetzt renne ich aber etwas übermütig da in die Dunkelheit. Ach du meine Güte. Oh Mann. Puh. Ja, es hat mich gerade ein bisschen die Sprache verschlagen. Oh, das ist interessant. Geröll ist, finde ich, immer interessant. Und natürlich nehmen wir uns auch eben die Kohle mit. Das ist ja ganz klar. Kohle ist wichtig. Die geht uns immer zur Neige bei der vielen schönen Steinbraterei. Da oben war doch noch was. Gucken, da hinten, alles klar. Ah. Das sollte man eigentlich mal aufwühlen hier. Dahinter versteckt sich meistens Gold und Silber. Edelmetalle. Schmuck, Smaragde, elendes Geschmeide. Wow, das ist aber jetzt hier nichts gewesen. Komm hier vielleicht, komm, da ist doch bestimmt. Komm, Silber, lass doch mal Silber dahin. Wie viel ist das denn, hallo? Komm. Bitte, komm. Hm. Boah, was viel Geröll, ne? Habt ihr schon mal in eurem Leben so viel Geröll gesehen? Ja. Das ist ja wirklich hier unglaublich. Vor allem auch unglaublich dunkel. Kein Silber? Ich gebe auf, weil wir wollen ja noch weiter. Das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein. Jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen. Ach, guck mal hier. Das können wir doch nicht einfach da hängen lassen. Ah. Baby Animals, da komme ich nicht drüber weg. Es gibt da ja so einen Mod. Es gibt einen Mod mit Baby Animals irgendwie, ne? Interessiere ich mich jetzt persönlich nicht so für. Natürlich ist das auch wieder schon so strange, dass ich das selbstverständlich dann auch ausnutzen werde, wenn das mal im Spiel drin ist. Dann werde ich natürlich auch sagen, hey, da machen wir uns jetzt mal einen Spaß mit, ne? Wenn man den interessieren kann, die Tiere, dann kann man die vielleicht auch sogar irgendwie quälen oder so, ne? Ich bin heute drauf. So, die Kohle habe ich eingesteckt. Dann haben wir da hinten noch, ist draußen dunkel geworden inzwischen. Ja, komm, dann können wir eh gar nicht raus. Stecken wir hier in der Falle, ne? Was habe ich denn jetzt so gerade so ein bisschen am Material hier? Wo drücke ich eigentlich drauf? So. Dirt haben wir doch. Aluminium haben wir auch schon dabei. Also pass auf. Wo ist es denn eng? Einfach mal hier so. Ja, da kann man doch hier eine Schutzmauer bauen. Jedenfalls für Creeper. So,
Ja, da kann man hier schnell rüberspringen, Bock drauf, dann könnten wir uns hier in Sicherheit bringen. Hinten ist ja beleuchtet, da sollte nichts passieren. Vielleicht hänge ich da mal noch eine Fackel mehr hier hin. Von oben kann auch nichts fallen kommen, dann halten wir uns hier nicht so lange mit der Vorrede auf. Sondern rennen wir hier so rein und schauen uns das mal an. Es geht runter, runter ist immer gut. Und wie runter es geht. Oben sehe ich Luft, das ist nicht gut, weil dann kann immer was reinfallen. Da ist Silber. Das ist schön hier, eine gute Höhle. Das ist eine gute Höhle, das kann ich irgendwie fühlen. Fühlt ihr es auch? Fühlt ihr es auch? Das ist vielversprechend da unten. Ja? Komm, ich möchte eure Begeisterung spüren. Ja. Ja. Ne? Das ist sehr schön hier unten. Ach, guck mal. Das ist ja wie für uns gemacht. Hallo, das ist ja wie für uns gemacht. Kolossal. Spektakulär. Brillant. Boah, und es geht schon richtig schön runter. Und dann hauen wir uns mal hier einfach die Ecke weg. Kann man hier auch weglaufen, notfalls. Einfach mal hier lang. Ah! Hab ich mich erschreckt. Meine Güte nochmal. Verdammte Axt. Wo kommst du denn her? Oh, da sind noch mehr. Aber die kommen hier nicht hoch. Der kriegt jetzt direkt was mit der Axt hier so. Oh, mit der Fackel. Ach nee, komm. Nur noch einer. Ja, da muss ein Nest sein. Hat jemand gesagt, es gibt keine Creeper-Spawner? Einer. Zwei. Du bist auch noch dran, mein Freund. Na also. So, aber jetzt Obacht. Ja. Ich muss jetzt einfach mal auf Glück, dass von oben wir jetzt nicht übel überrascht werden. Ich habe mich voll erschreckt gerade, ne? Also, die kamen so plötzlich da so wieder an. Muss mich erstmal erholen von dem Schreck. Luft scheint jetzt im Augenblick hier jedenfalls rein zu sein. Fackel. Na, achso, Blödsinn, das geht ja nicht. Da hängt ja die Fackel. Oh. Ich bin völlig sprachlos von dieser Höhle hier. Das ist aber wirklich cool. Damit ihr auch was sehen könnt, mache ich mal ein bisschen Licht. Boah, fein, fein, fein. Schick, schick, schick. Eine schöne Höhle zum Plündern. Oh, und Silber, Silber. Silber. Aha, hier sind wir. Hinter unserer Barrikade. Oh, das ist schön. Das ist gar nicht schlecht. Hier könnte man sich einen Unterstand bauen. Ja, das machen wir dann aber beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich sei auch dabei, ne? Und ja. Drückt mir die Daumen, dass ich hier noch ein bisschen überlebe. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.